Wir haben ein 82-Meter-Schiff gebaut für einen Kunden, wo der Herr kommunizieren will nicht. Der Eigner kam nach 2 Jahren das erste Mal wieder zur Werft, zur Taufe. Und der war natürlich sehr gespannt, aber wesentlich mehr waren wir gespannt auf das, was der Eigner denn sieht und was er empfindet. Ich habe ihn abgeholt vom Flughafen und im Auto hat er mich gefragt, was ich persönlich von seinem Schiff halte. Ich habe versucht, ihm zu erklären, dass dieses Boot von der Inneneinrichtung her und von der Zusammensetzung der Farben und so weiter so warm und so einladend ist, sodass man also wirklich, man kommt an Bord und man fühlt sich sofort wohl und es lädt einen zu verweilen. Wir haben dann die Namensgebung gemacht, wir haben dieses Schiff getauft und wir sind dann durchs Schiff gelaufen, er hat sich alles angeschaut und 2 Stunden später kam er zu mir, hat mich auf die Seite genommen und gesagt, dass er genau das empfindet, was ich ihm 2 Stunden zuvor gesagt hatte. Er fühlt sich wohl, er sagt, das Schiff spricht mich an und er ist glücklich und er ist stolz und er freut sich über das, was er bekommen hat. Das ist natürlich ein unheimlich großes Lob für uns, wenn ein Kunde sowas sagt und das auch ehrlich meint und das auch sehr emotional rüberbringt. Das macht uns natürlich sehr glücklich. Dieses ganze Projekt war für uns etwas Besonderes, denn wir haben das erste Mal mit Terris Disti gearbeitet, hatten zu Anfang leichte Kommunikationsschwierigkeiten, so wie das ist mit neuen Designern, aber im Endeffekt ist dabei eine ganz tolle Freundschaft entstanden und ich denke und ich hoffe, dass wir noch mehrere Schiffe mit denen machen können.